Ist schon, oder? Weil wir müssen ja uns da unten eh neu sortieren, weil jetzt geht's ja wieder mit Licht und tausend Dingen. Tausend Dinge, die man in der Dunkelheit machen kann. Schmecken, riechen. Fühlen. Und wie der Franzose sagt, du hast es gemacht feucht, also du musst lecken weg. Die Perle schlabbern. Wer es feucht macht, muss auch weglecken. So, wir brauchen Schub, wir brauchen Licht, denn da ist super dunkel. Man ich mache gar nichts. Ich mache eine Licht und eine Schub und eine Ganon. Machen wir zwei Schub, oder? Ich weiß nicht. Bist du so mutig, wenn du am Sonar uns den Weg weist? Ich versuche. Rechts musst du auf jeden Fall. Links ist Sackgasse. Vorsicht, da kommt Wasserblase. Bibel? Le Bubel ist weg. Irgendwelche Kreaturen? Ich höre was. Da ja, da kommt so ein Schleimgesicht. Jetzt höre ich irgendwas wobbeln in der Ferne. Jetzt musst du da geradeaus runter quasi. Wieder links. Bin ich richtig? Ja, geradeaus runter jetzt quasi. Bin ich an der Ölle vorbei? Nee, ne? Nein, alles ist gut. Jetzt, du musst links. Okay. An der großen Kartoffel vorbei. An der großen Bombe der. Bombe der, die Erdapfel. Und jetzt runter, ne? Ja. Und jetzt kommt da, wo die Bubble hochkommt, also rechts immer weiter. Alter, der eine Bot hat aber echt gut was drauf. So, er ist ein guter Schütze. Das muss man ihm lassen. Oh, ich glaube, wir haben... Okay, er geht reparieren. Eine kleine Leckage. Ist nicht so schlimm. Kannst du lecken weg. So, jetzt haben wir wieder so eine Links-Rechts-Situation. Links ist eine Bosshöhle, rechts ist normaler Weg. Nee, lass lieber erstmal noch in die normale. Ist da aber dann auch eine Ölle? Ja, da ist auch eine Höhle. Also ich glaube, in jeder Ebene gibt es diesen Boss, aber der ist so übel, Mann. Der ist so übel, der... Obwohl, wir haben zwei Säbel. Ja, ist zu spät. Jetzt sind wir schon durch die Winde. Da müssten wir die Bots vorschicken. Ja, aber die kriegen es ja gar nicht hin und der fischt dich ja aus dem Boot raus. Der fischt? Ich lass mich nicht fischen. Oh nein, da gibt's ja wieder Snailen. Snail. Snaily Snailson. Snaily Snail. Oh, er hat eine kleine Höhle gemacht. Sie rutscht hinunter. Ich hab nur noch drei. Ich werd geheilt. Doch nicht. Wo ist der Bot hin? Ist er jetzt bei dir? Bei mir ist eine Spicy Meat Bot. Oh, ja. Hier sind noch fünf Stück. Ah, wunderbar. Heil mich doch, ich hab vier Bot. Ich hab vier Bot? Was ist? Warum ist heißt das er mich nicht? Zahlungsmittel? Da war Geld unterm Stein. Oh! Also ich jetzt werde ich ein bisschen geheilt. Das war kein Stein. Das war ziemlich alte Schneckenscheiße. Oh! Geld. Sehr viel Geld. Aber Geld gibt's hier ziemlich viel. Also Geld kriegt man mehr, damit man sich vielleicht mehr die Sachen frei shoppen kann im Shop. Obwohl mehr man ja eigentlich ja nichts mehr rausnimmt, weil man ja. Oh. Alle fallen runter. Alle machen mit. Ja, das ist selber die auch gerade wieder im Kopf. Oh, hier ist nichts mehr. Gar nichts, aber noch einmal Spuck ins Auge bekommen. Das war noch drin. Das war noch drin. Einmal Schneckenspuck. Kauft jetzt Schneckenspuck. Schneckenspuck. Schmeckt das salzig. Boah, ich habe heute mit Sekundenkleber mein Kamerastativ repariert. Und irgendwie klebt mein Daumen an meinem Hoden fest. Wie kannst du spielen? Naja, gut, die Maus, das ist immer so eine Auslegungssache, wie und wo man die hält. So, willst du fahren? Ich mache an die Licht. Ne, ich kann nicht an die Licht. Ach so. Erst Schub, dann Licht, glaube ich, ne? Ja, an die Licht. Lights on, an die Licht. An die Licht. Robert, an die Licht. Was war das? Robert, an die Licht. Was ist da passiert? Das ist ein fliegender Seestern. Rabelo. Oh Gott. Hier am Boden. Oh mein Gott, was war das? Voll der Psycho. Er liegt am Boden. Drauftreten. Da kommt noch eine Höhle, geil. Echt jetzt? Ja, direkt noch eine Standardhöhle. Einfach drauf zu, ja, eine Standardhöhle. Alter, Luxus. Luxus. Rabben. Luxus. Luxuriöse Doppelöse. Was? Eine luxuriöse Doppelöse? Weißt du, was man auch voll wenig findet? Hier diese ganzen Ich-bekomme-Leben-Upgrades. Ja, komisch. Die ich dir wegnehme, weißt du? Ja, ich wollte gerade sagen, Die man mir immer weggenommen hat. Ich kenne die gar nicht, ich weiß gar nicht, wie die aussehen. Live. Öl.
Was? Neues Relikt? Was hast du gefunden? Ein Relikt. Eine Flasche mit Relikten drin. Haha. Ey, so ein Pirat hat da reingejerkt, weißt du? Und dann, Flaschenpost. Hoffentlich schwängere ich damit endlich mal eine Frau. Das hat man früher so gemacht, ne? Ja, klar. Aber auf Distanz. Hier sind auch nur ein paar Groschen drin gewesen. Gehen wir da hinten hin, da kannst du noch Groschen einsammeln. Aber der Bot, der will mich nicht begroschen. Ne, hier ist kein Groschen mehr. Hab ich die jetzt, wenn ich einsammle, hat die dann nur einer? Hast du eben Geld bekommen? Ja, 500 noch was habe ich gerade bekommen. Ja gut, 542. Dann. Ja gut, dann war es das hier. Das sind ja voll die Mini-Öllen. Die kleinen belgischen Öllen. War hier oben gar nichts? Nein, da war nichts. Ist ja merkwürdig. Ist sehr belgisch, was hier abgeht. Sehr, sehr belgisch. Sehr, sehr belgisch. Ich bin schon wieder bereit. Na, ich muss noch kurz Energie tanken, in die Bett, eine kleine Masturbationssession einlegen. Ha, mit meinem Säbel im Bett. Ich bin ready. So, wunderbar. Ich muss unbedingt mal hier was zum Reparieren finden. Ich dachte eigentlich, wir finden was, weil wir die Dinge eigentlich immer wie blöd gefunden haben. Deswegen habe ich den Säbel mitgenommen. Damals, weißt du, da war das Spiel noch was für kleine Mädchen. Jetzt sind wir hier bei 080. Boah, jetzt kommt voll der Slalom. Jetzt musst du halt erstmal dem Weg folgen, der sich dir offenbart. Da ist ein Krabscher. Ey, aber hier ist richtig Slalom. Slalom? Slalom ist hier. Ja, voilà Slalom. Ja, voilà Schlalom. Mein kleiner Schlalom. Achtung, da ist jetzt aber wieder so ein Gangster-Ding. Okay, oh, Gangsterloch. Die tun ganz schön weh. Im Gangsterloch, ja. Wohin schießt der Bot? Ins Gangsterloch. Oh, da ist jemand stinky. Oh Gott, das sind zwei Stinker. Und ich hänge hier im Seegras. Ach du Heilige. Oh, die Stelle ist ja super schwer. Okay, warte, ihr repariert. Ich versuche erstmal hier auszu. Wir reparieren. Ich brauche mehr Geldgalon. Oh, Doppelloch, Trippelloch. Oh Gott. Ihr müsst reparieren, Jungs. Ich repariere wie eine Wilde. Oh, wie eine wild gewordene Baguette-Transporter. Oh mein Gott. Du musst da raus, Junge. Du musst den Schub ausmachen und mir Schild geben. Ich komme hier nicht raus. Wenn ich durchfahre, sind wir tot. Oh. Sehr gut. Sehr gut. Da. Boah, ich stehe schon unter Wasser. Ich habe hier schon Wasserlunge. Reparieren. Ich kann ja nicht. Ich dachte, ich krieg so ein Ding. So ein Reparaturmeier. Hier oben bei mir im Captains Kabinchen ist ein Loch. Beim Captain ist ein Loch. Bitte kommen. Captain. Irgendwo läuft's doch stark rein. In der Lochkabine. Achtung. Unten? Das muss irgendwo unten sein. Ah, ne, es war irgendwo oben. Mann, Alter, das Danger Boat. Danger Boat. Ey, was ist denn das da für ein ekelhaftes Ding? Das ist ja richtig Slalom. Wir erleben hier Abenteuer. So, ich mache an die Licht. Soll ich lieber Schild machen und weniger Schub? Na, eben gerade war es knackig. Du musst halt unten bleiben und reagieren können. Du musst sofort reagieren und sagen, hey, da unten haarig. Sehr, sehr haarig. Dann können wir hier doppelt schübeln. Weil ich glaube, jetzt ist auch das Loch ziemlich frei gepustet, weißt du, wir haben da... Ja, wir haben ordentlich reingesmackelt. In die Pfeife reingespuckt. Weil ich wieder kühn reagiert habe im Angesicht des Todes. Da kommt ein Vieh. Da kommen zwei Viecher. Ja. Runter. Weiter runter, boah, da kommen drei Viecher. Ich glaube, ich mach mal ein Schild an. Ich glaube, wir brauchen ein Schild, ja. Irgendwo... Er hat einen zerlegt. Kommt wieder Wasser rein. Ich muss mich kurz in die Bett legen. Wenn du nämlich schlafen gehst mit Popo, die juckt, dann du wachst morgens auf mit Finger, die stinkt. Ja. Ja, das ist eine alte türkische Sprichwort. Gibt's hier irgendwo eine Ölle? Ich gucke. Naja, bis jetzt sehe ich nichts. Erstmal weiter runter. Oh Gott, da kommen ja richtig viele. Ey, da ist ja richtig was los heute im Meer. Unten im Meer. Unter dem Meer. Da kommt Zivilisation. Rechts, rechts, rechts. Moment, hier ist aber so ein Klammer-Ding wieder hier. So ein Greifer, so ein Krabbstudler. Und jetzt geradeaus hinunter, dann du wirst finden eine wunderschöne. Na, was ist das? Eine Flasche. Mann, hinter uns ist aber noch so ein Mundmann. Der Mundmann. Das ist keine Flasche, das ist ein Wal. Das sind wieder die Würmer. Oh, die sind ultra aggressiv. Wenn du die schief anguckst. Ich gehe als Botschafter wieder voraus. Ja, aber ich werde gerade nicht von den Bots geprügelt, also ist gar nicht so schlimm. Okay. Oh, da ist ein wunderschöner Wal.
Wahlinnereien. Du siehst aus wie Gesicht zu Blasen. Hier oben sind die Naschereien. Oh, Ölle. Mehr Ölle ist gut. Was ist das hier, EMP? Ich glaube, das ist mehr EMP-Power. Powers. Mr. Also Powers. Mr. Powers. Mr. Powers. Austin Powers und Forder. Sein was? Sein Forder. Ein Flodder? Dad. Dad ist Forder. Father, can you hear me? EMP Damage ist das, ja. AC and the Sunshine Band. Was ist das hier? Sprit? Brauchen wir Sprit? Eigentlich schon. Haben wir mehr Schub. Okay, ich bezahle die Sprit. Geht auf mich. Ah, du bist ein guter Junge. Ja, die Sprit geht auf mich, ihr Lattenknaller. Ja, da war echt so ein Blaumaul, ne? Ja. Aber ich würd da meine Pommes nicht reinstecken. Nee, Alter. Junge, der hat... Okay, wir haben jetzt maximal mehr Sprit sogar. Alter, mehr Schub. Mehr Schub. Oh, er hat ein Nest mit Eiern. Soll ich da reinkacken? Nee, ich würde die nicht reizen. Die sind extrem kritisch, weißt du? Ich kack dir in dein Nest, du Vogel. Fick dich und deinen dämlichen König Arthus. So, mein Freund. Ich bin schon oben. Ich bin Gott dabei. Ich lieg oben, hab das Öl bereits, Babyöl. Wir können loslegen. Oh, ich mag. So, du nachher musst unten bleiben. Nachher rede ich wieder den ganzen Nachmittag so und dann sagt meine Frau, was hast du heute Morgen wieder gemacht, ey? Oh, ich habe ein bisschen mit Kies eine kleine Rangelei unter Wasser begangen. Gerangelt. Oh, ich glaube, wir sind beim Endboss, kann das sein? Oh ja, sieht sehr endbossig aus, dann ja. Dann nimm schon mal den Schub weg. Lost Light, ja. Nehmen Sie den Schub weg. Ich nehme Lost Light. Schub. Geben Sie uns ein Schild. Schub. Und eine Kanon. Und eine Schild. Ich gehe an die Kanü. Ey, wir haben zielsuchende Raketen hier. Ihr könnt mit der Kanone gar nicht umgehen. Moment. Er will sie nicht wechseln, jetzt. Boom. Boom. Guck mal, was dein Damage macht, Junge. Warte, nachladen. Wir naden. Wir naden. Wir naden nach. Wir geben diesem großen, dicken Fisch jetzt voll auf die 12. Als drauf. Zum Glück machen wir uns selbst keinen Schaden. Das wäre richtig ekelhaft, ne? Oh, komm, wir stecken hart in ihm drin. Aha, dann von innen heraus bekämpfen. Viva la Revolution! Besiegt. Ah, sehr gut. Aber irgendwo läuft was rein. Ja, das ist nicht so schlimm. Das passiert manchmal im hohen Alter. Da läuft mal was rein. Wir sind bei 3000 Meter, Mr. Spuck. Mr. Schluck? Mr. Schluck und Spuck. Früher war ich Mr. Spuck, aber jetzt. Ich bin Mr. Schluck. Ich bin reif geworden. Ich weiß es. Ohne mit Tränen in den Augen. Nicht wie diese ganze Mädchen, die sich immer anstellen. So, wir machen Schub ein einfach. Ein Mann weiß eben, was ein Mann will. Jetzt müssen wir uns da unten neu sortieren, die Nüsse neu auslegen, ja. Den Ballsack neu ausplustern. Ja, ab und zu muss man seine Hoden sortieren. Okay, wir sind wieder... Oh nein, ist das nicht da, wo diese Penisfische... Nee, das war was anderes. Nee, hier sind die Schildkröten, glaube ich, und so. Alles klar, wir brauchen trotzdem Licht, weil hier ist aus irgendeinem Grund super dunkel. Licht ist an. Ja gut, dann brauchen wir hier noch Schub. Schub, und Kanone? Halt, ja, eine Kanone auf jeden Fall. Oder der Bot muss halt einmal züngeln. Hatten wir davor Kanone, als er mit dem kleinen Pillermann? Nee, ne? Das geht immer. Ja, ich glaube, geht immer. Ja, einfach geradeaus runter. Rechts ist nix. Da kommt irgendwas, Knochenfisch oder so. Ja, den kann man von vorne nicht treffen. Der ist ekelhaft. Der Bone Master MC. Ah, der rechts, rechts. Boner. Was ist da? Ja, nichts, aber da geht's weiter. Schön nach unten. Oh wunderbar. Gott, da sind ja diese komischen Lava-Dinger, ne? Die Schlote. Schlote? Ja, Schlot halt. Wie der Fisch gerülpst hat. So, da Kurs halten. Runter also. Ja, guck, ja. Hier ist so ein Schlot. Das ist gefährlich, so ein Schlot tut weh. Ach, auf die Sonar. Ich sehe keine Schlot. Ich mein Opa hat sein Augenlicht bei Schlot verloren, also keine Witze drüber. Als er in den Schlot meiner Großmutter geschaut hat. Da war er blind, aber er hat drei wunderschöne Kinder gezeugt. So, hier ist jetzt wieder so ein Links-Rechts-Ding, kommt da jetzt. Wollen wir uns einen Boss stellen oder hast du Angst? Weil ich weiß nicht. Könnte das Abenteuer vorbei sein. Es könnte vorbei sein. Links Wo ist der Boss? Links ist Boss, rechts ist Kloss. Aber der Boss ist jetzt, glaube ich, noch stärker, kann das sein? Weiß ich nicht. Ich habe noch nie gesehen, eine Boss. Ich will aber das Abenteuer noch nicht beenden. Okay.
Aber andererseits müssen wir uns dem Boss auch stellen. Okay, andererseits, dann alle Vorsicht. Alle Waffen raus. Mach ein Schild an, mach ein Schild an. Mach Schild. Wie Schild? Vielleicht kann er uns da nicht crappen. Ja, mach Schild. Warte. Okay, ich habe ein Schild an. Jetzt Vorsicht. Er hat schon ein Loch eingeschlagen. Das Schwein. Warum schlägt er ein Loch in meine Bord? Oh mein Gott, ich bin draußen. Hier, meine Säbel. Alter. Oh, La Guardian. Mit dem Säbel draufsäbeln. Er hat einen von uns. Er hat einen von uns. Säbelin. Achtung, der Laser. Vorsicht, ein bisschen Abstand. Guck mal, hier geht's irgendwo hin. Lass mal hier lang. Der hat hier eine geheime Höhle. Die Bosshöhle. Hat er ein geheime Bossversteck? Kann ich mich hier... Was ist hier los? Kann ich an den Ketten hoch? Wow, wow, die Steine. Achtung, es regnet Steine. Die treffen dich und tun ganz schön weh. Was machen wir jetzt? Der ist ja unbesiegbar. Er hat einen Laser und alles. Ja. Und er kann dich greifen. Wo sind denn unsere... Wie viel Leben hast du? Ist ein Tod. 7. Au! Ich habe 4. Wo sind die Bengel? Ich roll wieder zurück ins Schiff. Ist mir zu heiß. Warte, ich belebe wieder. Oh, der Stein hat mich getroffen. Oh, noch ein Stein. Oh. Einer ist wieder da. Die Bengel leben wieder. Ja, aimt auf uns. Geh ins Boot. Geh ins Boot. Ja, heil dich. Ich werde hier gerade geheilt. Ich werde doktriniert. Oh, er hat mich aufs Boot geholt. Wir schlagen drauf. Schweine und. Schlag. Ich schlage, aber du kannst nichts machen. Ey, ich war im Bett. Und auf einmal kommt er. Alter, so ein Boss ist so heftig. Er hat seine Kanone, glaube ich, verloren, oder? Ich belebe dich. Nein! Jetzt hat er mich! Oh, Bot Willis! Was ist los? Kämpfe nicht! Belebe mich! Ich bin Rip! Alter, wie unfair ist das denn? Ich werde belebt! Bei sie Meatbot! Ich bin da! Er belebt mich auch! Er belebt mich auch! Ich glaube, er hat unseren Kameraden! Alter, ist der ist so ultra heftig, dieser Boss. Er trampelt. Du musst auf seine Horden stehen. Ich hab 7. Er hat einen Knacks. Ich habe ihm seine Horden geschlagen. Komm schon, Leute. Er hat eine Kiste. Oh, was ist? Er macht Laser. Er lasert uns alle ein bisschen an. Einer der Bots ist wieder tot. Ich hol. Okay, ich gehe weiter drauf. Geh du weiter drauf. Ja. Ja. Alter. Ja, wir haben ihn besiegt. Oh, und das alles für ein was? Für was? Für Propellermunition. Oh, Gott, und dafür haben wir unser Leben geschmälert. Oh. Und unser Boot! Blutiges Wasser ist in die Boot. Das ist kein Wasser. Das ist kein Wasser. Oh Gott, Regelblutungen. Regel, das ist Regel. Das ist Reglementblut. Reglement? Reglement. Achso, ich kann gar nicht mehr Energie haben. Oh, jetzt ist Spicy Meatbot klatscht wieder auf mich fest. Ja, aber vielleicht gewöhnt es sich ab. Vielleicht gewöhnt es sich ab. Gib mal ein bisschen Schub. Also der Boss ist schon heftig, ne? Ey, mein Schwert hängt jetzt irgendwie so runter. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt mit mir nicht. Licht, wir brauchen Licht. Seitdem wir in dem Kampf waren, hängt mein Schwert nach unten. Da ist ein Schlot. Jetzt schnell hier durch, bevor der Feuerball kommt. Alter, drrrrt. Er wird nach unten gezogen. Schleift er da rum, ey. Ja, das war der Wind. Die Meeresströmung. Ja, da müssen wir nach unten, da geht's nicht besonders viel weiter. Nicht nochmal so eine komische Schlangenlinie, das war nämlich ziemlich ekelhaft. Das war sehr eklig, ja. Da wurde hart gezüngelt in der Schlangengrube. Nee, aber da geht's jetzt erstmal sexy einfach weiter und nach unten. Ich glaube, da kommt jetzt schon ein Endboss. Sieht aus wie ein Endboss jetzt. Nee, doch so nicht. Früh. Jetzt hat sich die Karte erst später entwickelt. Ist ein Spätentwickler, die Karte. Schokolade! Links ist eine normale Höhle. Ganz links ist eine normale Höhle. Okay. Warte, hier ist ein Schlot. Nicht in den Schlot. Aber ich muss da irgendwie durch. Du musst nach links. Ach so, nach links. Ja, ich war doch links, ja. Warum suchst du so, als wäre es falsch? Moment, jetzt erstmal reparieren. Gibt es da unten noch einen Weg oder muss ich durch den Schlot? Nein, du musst links. Du musst links. Okay, Moment. Ja, Moment. Das Schiff ist nicht so leicht zu lenken. Ich bin doch schon dran, aber ich muss den Slow-Time. Schloten, Alter. Und jetzt hier runter. Ja. Der Schloten. Rechts wäre wieder ein Endboss gewesen, ey. Alter, nee, das lohnt sich ja gar nicht. Den haben wir nur einmal gemacht für die Klicks, damit die Leute den sehen. Ich brauche jetzt unbedingt hier so einen Apfel, einen kräftigen, der mich wieder auf 10 bringt.
Der hält das Schwert, als wäre es ein Pimmel bei mir, ne? Ist es ja auch. Man nennt ihn Le Dildo. Le Dill. Le Dill. Captain Le Dill. Eine Phallusverlängerung. Schau dir meinen Phallus an. Er ist scharf, spitz und schwertig. Früher waren die aus Holz. Oh! Hat man sich Kevin. Ganz schnell Speisel geholt, wenn es nicht gebeizt wurde. Guck mal hier, Kevin der Schreckliche oder so hieß die Krabbe. Kevin die Nase hieß der. Oh, oh, Schweine. Oh, Schweine. Die Schweinebocht. Ich glaube, unsere Bots haben irgendwie wieder... Da ist einer. Weißt du, was witzig wäre, wenn die irgendwie eine Revolte anzetteln würden? Meuterei, ja. Weißt du? Die sind Meuterei. Meuterei. Meuterei im Bounty. 3, 2, 1, Meuterei. 3, 2, 1, Bounty. Ah, die Seefahrt, die hat schon was Schwules an sich. Ich weiß auch, wie die Schiffe heißen. Die Bounty. Ja, die MSM Stoß in See. Und die MSM Spicy, weißt du? Oh, neue Munition.